Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ja, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Hier ist wieder Oliver301 und wir sind wieder hier im Lager. Und müssen jetzt nochmal zu Jacob kommen. Was ist das? Da flattert was. Aber das ist nur ein Flatterobjekt. Es gab ja im letzten Tomb Raider irgend so eine komischen Feuerbeerdigungsflatterin. Die musste man abschießen, aber hier ist das offensichtlich anders. Okay, wir sind jetzt wieder hier und ich muss jetzt erstmal was probieren, meine Damen und Herren. Davon habe ich in einem Achievement gelesen. Also ich habe vorhin mal die Achievements durchgeschaut und da gibt es ein Achievement, dass man Flaschen abschießen kann. Na toll, danke. Danke. Also man kann Flaschen in der Luft abschießen und kriegt dafür ein Achievement. Und das muss ich mal fix probieren. Natürlich ist in dem Augenblick, in dem man das machen möchte, die Munition der Waffe leer. Oh Gott, es ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht muss ich es einfach nur viel weiter nach oben werfen. Oh Gott, das könnte leicht kompliziert werden. Wie viel Schuss habe ich noch? 26. Mit einer Flasche probiere ich es mal noch. Was ist jetzt? Wir finden hier noch irgendwo eine Flasche. Aha, eine Flasche. Okay, ich bin auch ein totaler Gamepad-Spazifist. Mit Maus würde ich das vielleicht hinkriegen, aber mit hier Dings wird das, glaube ich, nichts, oder? Ah, das war nicht die Flasche. Lauer, Flasche! Nimm die Flasche, du Flasche. Okay, gut. Das Problem ist halt auch, die Kugeln haben halt irgendwie einen realistischen Flugverlauf. Und tja, da wird das schwieriger. Aber jetzt haben wir wenigstens auch gleich mal den Schalldämpfer gesehen, den wir ja im letzten Part, glaube ich, eingebaut haben. Und von daher haben wir das auch mal gesehen. Wir müssen hier nach vorne weiter. Da waren wir ja schon mal kurz im letzten Part. Ich wollte aber, also ich habe einfach nochmal Savegame geladen, deswegen sind wir hier jetzt nochmal. Und wir machen weiter. Erstmal gucken, das hier noch schnell einsammeln. Nein, tue ich nicht, weil es ist voll. Gut. Dann können wir ja direkt hier wieder das Seilding ranschießen. Zack. Und hochgeklettert. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Jacob, was macht er da? Vorsichtig, Lara. Recht überzeugend, aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Kraft? Wir lassen sie am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist.
Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet, die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Wieso sie jetzt ausgerechnet in einem Kartenraum suchen, verstehe ich nicht ganz, aber egal. Vielleicht durchsuchen sie einfach jeden Raum, das kann ja auch nicht schaden. Hallo. Guck nicht nach unten, dann ist alles okay. Sie recyceln echt ziemlich viel, muss ich sagen. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Na, dann ist ja gut. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Da ist ganz schön viel Neues aufgeblickt. Geblinzt. Das ist das ganze Gebiet noch, wo wir vorhin waren, ne? Genau, hier ist das Lager. Hier waren wir dann auch. Wandgemälde. Vorratsschuppen. Achso, ja, das ist der Vorratsschuppen, alles klar. Was war das mit Wandgemälde? Hä? Achso, das ist dieser Stern vermutlich, der sieht man jetzt bloß nicht, weil das ein großer Wohnweg ist. Ist auch nicht so tragisch. Gucken wir, wir haben jetzt hier jede Menge aufgedeckt, was wir vielleicht gleich noch suchen können. Das gefällt mir. Vorausgesetzt, das ist nicht der Bereich draußen, oder ist das der Bereich draußen? Er wird sich zeigen. Wird sich alles zeigen? Später. Wir machen jetzt erstmal weiter. Hier vorne ist noch ein Dokument, das nehme ich auch noch mit. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren, das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Jojo, so sieht das nämlich aus. Gut, die Bösen bekommen hier so ein bisschen Charakterisierung, das finde ich eigentlich ganz gut. Der Typ im letzten Teil, der Mephaios, der hatte ja eigentlich nicht wirklich viel Charakter, ne? Also der war ja mehr so, ich bin böse, weil das Spiel einen Bösewicht braucht. Und ich bin ein religiöser Fanatiker. Ich bin böse, weil ich böse bin. Was gibt's denn in dem Raum so? Gar nichts. Gut, dann muss ich mich ja nicht großartig umsehen, ne? Gar nichts. Das ist übertrieben. Also mindestens eine Kiste mit Zeug. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Selbst das sieht ziemlich schick aus. Ich meine, guck dir mal die Textur an. Die ist gestochen scharf. Als wäre das mit der Nadel gestochen. Eieiei. Blitze, Zeug. Das ist alles ziemlich gefährlich, würde ich mal sagen. Ach nee, ich drücke in die falsche Richtung. Okay, gut, das bringt mir wenig. Ich schätze mal, ich soll hier... Pfeil...
dann Pfeil an, dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Kabelbinde und Terren. So. Hi. Okay, das Seil glitscht aber auch ganz schön hin und her, ne? Keine Ahnung, wie lange der Scheiß hier hält, deswegen schnell rüber. Looten. Warum da immer nur eh so ein scheiß Objekt drin ist, macht mich voll fertig. Und sonst ist hier nichts weiter. Ich würde das ja gerne wieder kaputt machen, aber es geht nicht, ne? Nee. Nur so für den Fall, dass dann mir Gegner kommen. Das wäre, glaube ich, das Logische, was man in dieser Situation tun würde. Aber das Spiel ist nicht logisch. Nein! Oh, scheiße! Nein! Okay, eine AK. Door Breaches in Lara Croft, meine Damen und Herren. So sieht das nämlich aus. Jetzt wird Heifrich Door gebreached. Scheiße. Ich bin viel zu gut mit dieser Waffe. Oder die Gegner sind viel zu schlecht mit ihren Waffen. Okay, das, oh Gott, warum muss das hier denn jetzt noch sein? Habe ich keinen schnellen, Loot-Kill-Gedöns? Loot-Kill-Gedöns, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. But you know what I mean. Oh, die Mucke wird gerade so übelst laut. Oh na, so viel Health brauche ich doch gar nicht. Es gibt mir hier eine ganze Schachtel voll mit Health und ich kann sie gar nicht benutzen. Oh Gott. Burn, baby, burn. And we just let it burn. Burn, burn. We just let it burn. Burn, burn. Und in den Kopf schießen wir ihm auch. Denn das macht Spaß. Spaß, Spaß. Eigentlich nicht. Man soll ja nicht Leuten in den Kopf schießen. Ich habe mir sagen lassen, dass sich das nicht gehört für eine Lady. Und eine Lady würde sich schämen. Ich habe irgendwie mal wieder Lust, die Tomb Raider-Filme mit Angelina Jolie zu gucken. Sorry, ihr wart im Weg. Und nach der ganzen ruhigen Szene, obwohl die letzte Szene war nicht wirklich ruhig, also das Spiel möchte gerade wieder, dass wir ein bisschen Action haben. Und damit kann ich leben. Ich wollte das mal Radar anmachen. Ich sehe nichts. Oh, scheiße. Jetzt komme ich zum Thema, ich sehe nichts. Alles explodiert. Sprengladung herzustellen. Jetzt kann ich das auf einmal oder was? Ach ja, ich habe doch die Fähigkeit. Habe ich die freigeschaltet? Ich bin verwirrt. Okay. Das war der Teil. Stell mal noch schnell eine Sprengdose her. Nee. Stell eine Sprengdose her, Miss Croft.
Übrigens nicht wundern, warum ich den Leuten gerade so gezielt auf die Füße schieße. Das mache ich tatsächlich absichtlich. Es gibt nämlich auch ein Achievement dafür, Leuten in die Füße zu schießen. Und ja, den kann man doch mal nebenbei probieren, ne? Habe ich noch einen Dietrich? Oder geht die Tür so auf? Ja, geil, voll. Ich habe diese Tür jetzt aufgemacht, weiß ich nicht, für einen Dietrich, den ich vielleicht hatte oder auch nicht. Und ich habe alles voll. Das Health-System ist, glaube ich, auch mittelmäßig für den Arsch. Also, so wirklich nützlich ist das nicht. Aber andererseits auch nicht schlecht, glaube ich. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Der Stein? Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Ich finde diese Tage... Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ich finde diese Tagebücher ja immer so gut, sind wir mal ehrlich. Egal, ob das jetzt Audio oder Video oder von mir aus auch Textform ist, kein Mensch würde das, glaube ich, jemals so schreiben. Es sei denn, er plant es irgendwie zu veröffentlichen. Aber ansonsten, glaube ich, würde niemand so hochtrabend in sein Tagebuch irgendwas reinschreiben. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Diese Ruinen stehen seit Jahrhunderten hier. Es würde kein normaler Mensch so schreiben. Und selbst die Bösen, wenn die total verrückt sind, würde keiner machen. Sind wir mal ehrlich, ne? Das würde doch keiner machen. Oh, hallo Loch. Und hallo Computer. Du fehlst mir noch für meine Sammlung. Naja, und drei weitere. Aber ihr fehlt mir noch. Hoffentlich habe ich keinen übersehen während der letzten Zeit. Egal. Zack. Bist du tot? Oh, du bist tot. Jetzt bist du nicht mehr. Jetzt habe ich deinem Tod ein Leben... Oh, guck mal. Ein Koffer. Ein Rucksack. Karte aktualisiert. Geheimnis entdeckt. Überlebensversteck. Überlebensversteck. Auf der großen Karte auch noch irgendwas? Blinkendes? Da vorne blinkt noch was. Eine Truhe. Eine Truhe. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier in dieses große Gebiet müssen wir sowieso irgendwann nochmal hin. Da gibt es noch so viel zu tun. Und was ist das hier? Krypta-Eingang. Okay, da müssen wir, glaube ich, auch nochmal hin und da gucken, was da so geht. Aber das machen wir irgendwann später mal. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Wie weit war ich denn hier? Da gab es nichts zu holen. Da war 100%. Hier war 100%. Also in dem Gebiet habe ich alles ganz gut gecleared. Ah ja, genau. Hier war dieser eine Höhleneingang, den man jetzt vielleicht langsam öffnen könnte, oder? Nee, deren Höhleneingang. Weiß ich nicht. Müssen wir dann irgendwann nochmal hin und das einfach nochmal abschließen. Dann haben wir zumindest das Gebiet auch zu 100%. Und das ist 100% abgeschlossen. Ach so, ich kann einfach so scrollen. Was ist denn das hier? Sibirien. Ach, guck mal, Sibirien kann ich einzeln auswählen. Ah, cool. Dann kann ich da vielleicht doch nochmal hin und dieses letzte Münzding holen. Hängt sie höher. Oder sowas. Noch machen. Irgendwas fehlte mir doch hier noch, oder? Nur das hängt sie höher, oder? Ach nee, warte, ich kann hier nicht hin, weil hier ist kein Schnellreisepunkt. Scheiße. Das heißt, ich muss, glaube ich, wirklich die Mission nochmal wiederholen, um hier nochmal hinzukommen, oder? Egal, ich verbringe schon wieder viel zu viel Zeit im Menü und das möchte ich eigentlich gar nicht. Wir müssen doch hier durch Wasser stampfen. Wasser stapfen ist wichtig. Denn ohne Gestapfe im Wasser ist nicht viel los. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Gut, und wir stapfen jetzt hier, glaube ich, fleißig durch den Schnee. Ah, die Spuren, die im Schnee hinterlassen, werden auch ziemlich cool immer noch.
Und werden uns dann dort vorne mal ins Basislager setzen und unsere Knochen aufwärmen. Und gemütlich eine Pause machen. Und was wir dann dort alles noch weiter erleben an diesem Bereich, das sehen wir dann im nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Von daher, bis zum nächsten Mal und tschüss.